Die 28. Motorshow Essen öffnet ihre Tore und wieder stürmen tausende begeisterter PS-Fans die Hallen. Es liegt wohl an ihrer stimmigen Mischung aus Motorsport, Fahrzeugnews, Oldtimern, Motorrädern, dem umfassenden Tuneraufgebot und nicht zuletzt an den Skurrilitäten im PS-Show-Center, dass die Messebesucher oft eine sehr weite Anreise in Kauf nehmen, um sich hier umzuschauen, wie eine Besucherbefragung zeigte. Die Motorshow ist aber auch ein Treffpunkt der PS-Stars in den Cockpits. Formel-1-Piloten, Tourenwagenfahrer und Rennteamleiter geben sich in diesen knapp 2 Wochen in Essen die Klinke in die Hand. Und die Prominenz aus Showbusiness, Gesellschaft und Politik schließt sich ihnen an. Wer nicht dabei gewesen ist, hat echt was verpasst. Alle anderen heißen wir herzlich willkommen auf der Motorshow und lassen die nachfolgenden Messe-Highlights 95 für sich sprechen. Die motorisierten Skurrilitäten im Showcenter haben den weltweiten Ruf der Essener Motorshow mitbegründet. Messeorganisator Wolfgang Schöller gelang es auch in diesem Jahr wieder, hier rund 120 der einzigartigsten, edelsten und verrücktesten Stars auf 4 und 2 Rädern im Gesamtwert von 150 Millionen Mark zu versammeln. Sternstunden der Menschheit, Fahrzeuge der Superlative. So lautet das diesjährige Motto des Showbereichs, dessen Dekoration den Besucher in ein thematisches Wechselbad zwischen Steinzeit und der Welt der Zukunft taucht. Und wer dieser Autotraumwelt schließlich gerecht werden will, der sollte viel Zeit zum Staunen mitbringen. Als erstes Auto der Welt erlangte einst ein Fahrzeug Weltruf, das auf den sachlichen Namen Benz Patent Motorwagen hörte. Im Juni 1886 startete Carl Benz in diesem Vehikel auf 3 Rädern zu seiner ersten öffentlichen Fahrt durch Mannheim. Der eine Zylinder brachte 0,9 PS bei 400 Umdrehungen pro Minute. Die damalige Höchstgeschwindigkeit betrug ganze 16 Stundenkilometer. Das war zwar nicht viel, aber Carl Benz hatte den ersten Schritt zu einem legendären automobilen Siegeszug getan. War aber in Wirklichkeit nicht jemand ganz anderes der erste Autofahrer der Welt? Fred Feuerstein und seiner Familie verhalfen zunächst die Comiczeichner und später dann die Filmstudios in Hollywood zur Mobilität. Die Originalfilmautos aus der Steven Spielberg-Produktion Flintstones sind im Essener Showcenter zu bewundern. Aber auch die Filmfledermaus Batman verlässt sich nicht ausschließlich auf das Fliegen. Diese außergewöhnliche PS-Konstruktion stammt aus dem 3. Batman-Movie mit Val Kilmer in der Titelrolle. Das Batmobil hat 450 PS in einem Chevrolet-Motor unter der Haube und kann die Mächte der Finsternis mit 300 Stundenkilometern jagen. Filmhighlight sind ebenfalls die beiden Show-Exponate aus dem aktuellen Kinofilm Judge Dredd. Sylvester Stallone ist hier der Titelheld, der in den Straßen von Megacity für Ruhe und Ordnung sorgt. Dabei dienen ihm das außergewöhnliche City Cab und das Motorrad Lawmaster als fahrbarer Untersatz. Und, wir ahnen es bereits, Stallones Vehikel sind natürlich mit einer Reihe von Wunderwaffen bestückt. Mit einigen Exponaten richtet die Motorshow in diesem Jahr ihr Augenmerk auf das 100-jährige Jubiläum der britischen Automobilgeschichte. Stellvertretend für die Vielzahl der legendären Fahrzeuge und Marken von der Insel sind hier britische Grand Prix-Rennwagen zu sehen, die auf den Rennstrecken der Welt einst für Furore sorgten und daneben einige herausragende Edelklassiker. Die Nobelmarke Rolls-Royce ist dabei zum Beispiel mit dem legendären Silver Ghost aus dem Jahr 1909 vertreten. Teile dieser Fahrzeugkarosse wurden mit Silber überzogen. Und nicht zuletzt begründete dieser Wagen den Ruf, der die Rolls-Royce zu den besten Autos der Welt ernannte. Lanchester ist mit einem Sports Tourer aus dem Jahr 1929 dabei. Daimler mit einer Double Six Limousine aus dem gleichen Jahr und an den beiden Bentley Coupés aus den Jahren 1947 und 1995 sieht man sehr schön, wie rasant sich der Automobilbau in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Der Bentley Agia wird im nächsten Jahr in Serie gehen und wird mit einem Preis von rund 500.000 D-Mark wohl das teuerste Cabriolet der Welt. Oldie Glanz im Showcenter auch wieder im Bereich der luxuriösen Classic Cars. Hier können einige der Traumautos des weltweit größten Oldtimer-Treffens im kalifornischen Pebble Beach bewundert werden. 6 Teilnehmer des dortigen Concours d'Elegance 95 zeigt das Showcenter in Essen. Darunter befindet sich auch der diesjährige Gesamtsieger von Pebble Beach 1995, ein Isotta Fraschini 8B aus dem Jahr 1931.
Der Bentley Six wurde durch den zweimaligen Sieg der 24 Stunden von Le Mans in den Jahren 1929 und 1930 berühmt, während der Mercedes-Benz 540K gerade für Essen eine ganz besondere Bedeutung hat, denn original dieses Fahrzeug wurde 1939 an den Krupp-Chef Alfred Krupp von Bohlen und Halbach ausgeliefert und gehörte dann zwischenzeitlich dem Prinzen Bernard der Niederlande, bevor es in die USA verschwand, von wo es nun zu einem kurzen Besuch zurückgekehrt ist. Unendlich viel Zeit, Mühe und Know-how investieren die Liebhaber der sogenannten Custom Cars in ihre fantasievollen Kreationen. Dieser Buick Roadmaster Let's Let ist ein gutes Beispiel dafür, wie der 63 Jahre alte Joe Moreno vor seinem spektakulären Schaustück erklärt. Diesen Wagen habe ich auf einem Original Buick aus dem Jahr 1949 aufgebaut, aber es sind auch Teile von 20 anderen Autos enthalten. Ich baute 13 Jahre daran und der Wagen hat mich $200.000 gekostet. Dafür hat er jetzt aber eine spezielle Perlmutt-Lackierung und der Motor ist mit 24-karätigem Gold überzogen. Das Showcenter wirft aber auch wieder einen Blick in die automobile Zukunft, wobei hier Stylingstudien verschiedener Automobildesigner nach Aufmerksamkeit streben. Dabei zeugen einige der sehr fantasievoll und spinig ausgefallenen Fahrzeugideen von der unkonventionellen Verrücktheit ihrer Konstrukteure. Die Kreuzung eines Formel-1-Wagens mit der zum Markenzeichen gewordenen Schirmmütze von Niki Lauda, das verbirgt sich wohl hinter der Studie dieses Cap-Car, das der dreimalige Formel-1-Weltmeister auf der Motorshow persönlich der Öffentlichkeit präsentierte. Das Gefährt soll einmal einen Elektromotor erhalten. Ein Chevrolet-getriebenes Igloo oder ein Astrology-Taxi mit VW-Käfermotor zählen weiterhin zu den Glanzstücken der Kuriositätenkonstrukteure. Auch wenn die PS-strotzenden Ungetüme der internationalen Dragster-Szene ebenfalls oft ein spleeniges Aussehen pflegen, so ist die Optik bei ihnen doch eine Nebensache. Hier geht es um Topspeed. Diese Geheimwaffe durchfliegt dabei gut 400 Meter in 6 Sekunden, wie sein Fahrer Merwin Johnson erläutert. An der Startlinie hat der Dragster bereits eine Leistung von 106% Schubkraft. Wenn die Ampel auf grün umspringt, drücke ich auf den Knopf. Der Nachbrenner startet und jagt mich mit 260 Meilen pro Stunde die Strecke herunter. Nach 6 Sekunden ziehe ich den Hebel, der die Fallschirme öffnet. In diesem Moment werde ich mit enormer Kraft nach vorne gerissen, bevor ich den Dragster endgültig stoppe. Als eines der ganz besonderen Highlights in dieser Show darf wohl eine Kopie des ersten Mondautos gelten, das für den irdischen Straßenverkehr wohl auch heute noch keine Zulassung bekommen würde. Am 30. Juli 1971 fuhren die Astronauten Scott und Irwin erstmals mit diesem Lunar Rover auf dem Erdtrabanten umher. Von 2 Zinkbatterien angetrieben, erreichte er ein Tempo von 15 Stundenkilometern und legte im Rahmen der Apollo 15 Mission zunächst 24 Kilometer auf dem Mond zurück. Der Motorshow ist immer was los. Doch sagt man nicht ohne Grund, denn an vielen Ständen sorgen die Firmen mit einem actionreichen Programm für Unterhaltung. Anregende Tanzszenen sind dabei einerseits sehr beliebt, während andere nach Sekunden jagen oder sich in Geschicklichkeit üben. Oft ist aber auch nur aufmerksames Zuhören gefragt. Automobile Juwelen präsentieren die Oldie-Hallen in Essen, wobei auf der Motorshow schon so manch wertvoller Nostalgiker einen neuen Besitzer fand.
Während hinter den Kulissen schon mal fachmännisch über die genaue Unterscheidung von Oldtimern, Classic Cars und Veteranen debattiert wird, mögen die Besucher der Motorshow einfach die freundliche Ausstrahlung der historischen Fahrzeuge, die noch nicht durch die CW-Werkmühle gedreht wurden. Die Sonderpräsentation im Ausstellungsbereich der Oldtimer stellt in diesem Jahr die Stars der Belle Époque in den Mittelpunkt. 6 Automobile aus dem ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts sorgen mit zahlreichen malerischen Details für Aufmerksamkeit. Der Dudion Bouton Landoulette wurde mit seiner eleganten Karosse für den privilegierten, anspruchsvollen Mobilisten konstruiert. Dabei konnte die Farbe und einige andere Dinge vom Kunden individuell gewählt werden. Der hier gezeigte Wagen stammt aus dem Jahr 1908. Vom Ford Modell T wurden in der Zeit von 1908 bis 1927 insgesamt rund 15 Millionen Stück verkauft. In dem hier gezeigten Exemplar fuhren bereits die unvergesslichen Komiker Stan Laurel und Oliver Hardy zur Eröffnung der Weltausstellung 1930 in Antwerpen. Mit seiner außergewöhnlichen Windschutzscheibe fiel der De Temple im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts nicht nur im Straßenverkehr auf. Mit seinem 5,4-Liter-Motor entwickelte er eine, für die damaligen Verhältnisse, enorme Leistung von 40 PS. 1911 gewann der Wagen den Grand Prix von New Orleans, wobei er die atemberaubende Höchstgeschwindigkeit von 110 Stundenkilometern erreichte. Ebenfalls aus der Kategorie Fahrspaß Open Air ist der im Jahr 1900 in Buffalo, USA gebaute Duryea. Er war das erste amerikanische Fahrzeug mit Ottomotor. Doch unabhängig von den Highlights der Belle Époque locken im Oldtimer-Bereich zahlreiche Traumexponate an den vielen Ständen ihre neuen Besitzer mit einem Augenaufschlag. $40,000 marks. Anybody gonna get $40,000? $30,000. Gonna get $40,000 marks. Right here at the Essen 95 Auto Show, the greatest auto auction in the world. Sold. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Der Hammer knallt und der alte Wagen ist jetzt ihr neuer. So kann es gehen, wenn man sich von Liebhabergefühlen mitreißen lässt. Die Firma Kruse International ist ein Versteigerungsunternehmen von weltweitem Format, das automobile Klassiker schon vor mehreren hundert Bietern unter den Hammer gebracht hat. In Essen wurde eine Autoauktion erstmals ausgeschrieben und wie Kruse meint, mit starkem Interesse und einigen ganz besonderen Exponaten, wie zum Beispiel dem Krupp Mercedes aus dem Showcenter der Messe. Mit den grandiosen Leistungen und Erfolgen von Michael Schumacher ist in Deutschland das motorsportliche Eis mal wieder endgültig geschmolzen. Wie selten zuvor reißen sich die Medien um die Stars der Piste und Autogrammjäger stehen oft geduldig Schlange. In der Geschichte der Motorshow Essen ist der Motorsport eigentlich immer schon das Herzstück der Veranstaltung gewesen. Manch einer erinnert sich sicher noch daran, dass ihr Name zeitweilig sogar in Jochen Rindshow umbenannt war. Nach dem tragischen Unfall des ebenfalls sehr erfolgreichen deutschen Formel-1-Piloten in 1970 setzte das ein Zeichen. Und obwohl in Namen und Konzept heute nichts mehr an den ehemaligen Weltmeister erinnert, ist der Tradition folgend Nina Rindt heute noch immer als Beraterin der Motorshow treu geblieben. Die ausgestellten Renn- und Sportwagen an den Ständen der Automobilhersteller zeugen von der Verschiedenartigkeit der sportlichen Startklassen in Deutschland und international. In Essen treffen sich auch die Pistenmatadore aller Klassen, vom Schlage Bernd Schneider, Christian Danner, Heinz-Harald Frenzen, Marc Blandell oder Kike Rosberg nach dem Saisonabschluss zum Plausch und ihre gelöste Stimmung strahlt positiv auf die ganze Veranstaltung ab. PS-Stars zum Anfassen, das wollen die Leute und sie bekommen sie.
Dabei denkt der eine oder andere sicher schon mal über die kommende Saison nach. Es ist so, dass natürlich bei uns sich viel getan hat und speziell durch den Weggang von Zaxby zu Opel. Es ist für uns natürlich eine neue Herausforderung, wieder 7 Autos an den Start zu bringen oder 6, das steht noch nicht ganz fest. Und wie die Konstellation da aussieht, das weiß noch keiner. Wir freuen uns wahnsinnig auf die ITC, auf die Internationalisierung mit den 2 Überseerennen, eins in Japan, eins in Südamerika. Und es gibt viel Neues und ich glaube, dass dem Fan auch viel Neues geboten wird. Man hat gesehen, dass die Konkurrenz sehr stark aufgeholt hat und dass nächstes Jahr ein sehr, sehr hartes Jahr wird. Und vielleicht für uns die Titelverteidigung, die wir uns auf jeden Fall vorgenommen haben, dass man die uns sehr schwer machen wird. Und wie schätzt der aktuelle deutsche Tourenwagenmeister den motorsportlichen Nachwuchs in Deutschland ein? Wir haben natürlich die Möglichkeit, da die Formel 3 mit uns immer zusammenfährt, die Rennen live anzugucken. Und ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr starkes Fahrerfeld. Und immer wenn die deutsche Meisterschaft dann sich international stellt, ob das in Macau ist oder bei der Europameisterschaft, sind die Deutschen oder die an der deutschen Meisterschaft beteiligt sind, immer ganz vorne. Und jetzt Ralf Schumacher, der Bruder von Michael, hat Macau gewonnen, die inoffizielle Weltmeisterschaft. Und daran sieht man, dass das Potenzial da ist, des deutschen Nachwuchs. Und ich glaube, dass in den nächsten paar Jahren schon noch ein paar ganz gute nach oben kommen werden. Früh übt sich, kann man im Motorsport mit vollem Recht sagen. Und schaut man in die Lebensläufe der großen Rennfahrer, dann steht in den allermeisten Fällen ganz am Anfang eine Karriere als Kartfahrer. In der Welle der Motorsportbegeisterung entsteht zurzeit in fast jeder Stadt Deutschlands eine Kartbahn, sodass der ambitionierte Nachwuchs hinreichend Gelegenheit finden sollte, sich über den Einstieg in diesen ebenso spannenden wie gefährlichen Beruf zu informieren. In der Welt der Automobile hat eigentlich kaum etwas längeren Bestand. Neukonstruktionen, Modifikationen, Ideen und Entwicklungen kommen beinahe täglich auf den Markt und sie suchen ihr Publikum. Aber auch Bewährtes hat Bestand, wie der gute alte VW Käfer, der jetzt, kurz vor dem kommenden VW Konzept 1, nochmal eine wahre Renaissance erlebt. Die in Essen umfangreich vertretene Fachpresse hat dabei immer den Finger am Puls der Zeit, egal ob man sich eher dem allgemeinen Motorsport verschrieben hat oder sich auf ein spezielles Publikum konzentriert. Opel-Fans, Ford-Fahrer oder Custom-Freaks, die Konzentration auf das Wesentliche findet eben auch ihre Leser. Vom Kleinwagenhersteller bis hin zum Sportwagenkonstrukteur lassen sich Automobilindustrie und Fahrzeugimporteure eine Präsenz auf der Essener Motorshow nicht mehr nehmen. Damit repräsentieren die 27 Aussteller in diesem Bereich weit über 90% des deutschen Pkw-Marktes. An vielen der groß und freundlich gestalteten Stände werden dem Publikum Neuigkeiten erstmals präsentiert. Wie wir bereits gesehen haben, stellen fast alle Firmen dabei auch ihr Engagement im Motorsport besonders deutlich heraus. Sofern die Konstruktionserfolge in den Rennabteilungen schließlich zu Verbesserungen auch im Straßenverkehr führen, ist damit ja auch jedermann gedient. Vom Stoßdämpfer über den Scheinwerfer bis hin zu Reifen und Schmierstoffen runden Spezialfirmen für das automobile Zubehör diesen Bereich der Messe ab.
Das gute alte Autoradio gibt es wohl kaum noch. In den Cockpits heutiger Automobile finden sich Car-Audio-Soundsysteme, die den Innenraum zum mobilen Konzertsaal in High-End-Qualität machen. Jedermann kann sich aus den unübersichtlich vielen Möglichkeiten der HiFi-Anbieter die persönlich beste Sounddimension auswählen. Der neueste elektronische Schrei am Armaturenbrett sind jedoch Navigationssysteme, die wohl in wenigen Jahren schon in jedem Auto den Weg von A nach B anschaulich vorgeben werden. Tuning lautet das kleine Zauberwort für automobile Individualität. Wer ein Fahrzeug fahren möchte, das sich vom Einerlei der Serienwagen abhebt, der kann sich auf der unübersehbar vielfältigen Angebotspalette der Tuning-Zunft die gewünschten Akzente für sein Auto zusammensuchen. Für nahezu jeden Fahrzeugtyp bieten Tuning-Firmen Einzelteile oder ganze Umrüstsätze, die oft weit mehr sind als ein optisches Facelifting. Mehr als die Hälfte der Motorshow-Besucher des vergangenen Jahres interessierte sich sehr für das Automobiltuning und die Stände der in Essen vertretenen Tuning-Firmen. Das ergab die eingangs bereits angesprochene Besucherbefragung. Fast gleichgewichtig bei 60% lag das Interesse der Tuning-Fans sowohl an optischem Tuning als auch an Leistungstuning und Fahrwerkstuning. Nur knapp unter 50% rangierte dagegen das Bedürfnis nach einer geänderten Innenausstattung des eigenen Wagens. Ist also immer noch das breiter, flacher und schneller das Maß der Dinge für den Tuning-Freak? Wohl kaum. Denn das offensichtliche Aufmotzen eines Fahrzeugs ist, so hört man, heute nur noch die Ausnahme. Dezente Veränderungen unter der Haube und eine vielleicht etwas exklusivere Linienführung als beim Serienmodell. Mit solchen Tuning-Ansätzen findet die Branche heute ihre Kundschaft. Immerhin 77,5% der Besitzer getunter Automobile gab 1994 auf der Motorshow an, die Modifikationen an ihrem Vehikel seien erst nach dem Kauf in einer entsprechenden Fachfirma durchgeführt worden. Und auch das ist bei Autotunern möglich. Aufgescheucht durch die heftige Diskussion um das 3-Liter-Auto und die Forderung nach mehr Umweltverträglichkeit bieten die ersten Firmen schon Umrüstsätze an, die zu einer deutlichen Reduzierung des Verbrauchs und damit auch der Abgase führen. Doch egal für welche Art des Tuning sich der jeweilige Fahrer oder die Fahrerin auch interessiert, auf der Motorshow gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Mit über 60 Mitgliedsfirmen repräsentiert der Verband Deutscher Automobiltuner das Who is Who der Zunft und in dem einheitlich gestalteten VDAT-Salon in Essen ist man stolz, die europaweit wohl umfangreichste Leistungsschau in diesem Gebiet zu zeigen. Dabei steht jedoch nicht die Show im Mittelpunkt, nein, hier sprechen die Design- und Ingenieursleistungen für sich. Einige Highlights dieses Jahres sind verschiedene Modifikationen des Audi A4, zum Beispiel bei Abt, Postert und Oettinger, die Venturi-Sportwagen bei Elia oder der Porsche CT3 bei TechArt, um nur einige aus dieser insgesamt sehr überzeugenden Präsentation herauszuheben. Doch sehen Sie selbst.
Sie sind keine Autos, obwohl sie den Strandbuggys der 70er Jahre ähneln. Sie sind aber auch keine Motorräder, denn man darf sie mit dem normalen Pkw-Führerschein fahren. Ein Motor mit zwei Rädern an der Seite und einer Lenkgabel à la Easy Rider. Perfekt ist der Open-Air-Fahrspaß mit einem Trike. Im vergangenen Traumsommer waren diese lustigen Dreiräder der absolute Hit. Und wer sich keine Zweitgarage für den Sonneflitzer zulegen will, kann ihn auch mal eben für ein Wochenende ausleihen. Oder sogar an jedem Wochenende einen anderen. Denn in puncto Gestaltung und Lackdesign lassen sich die verschiedenen Hersteller hier echt was einfallen. Der gerade so ungemütlich beginnende Winter ist eigentlich nicht ihre Jahreszeit. Aber sobald im Frühjahr die ersten Sonnenstrahlen wieder locken, hört man das helle Knattern von Motorrädern jeder Art wieder häufiger in unseren Straßen. Die Essener Motorshow bietet den Zweiradfans in jedem Jahr ebenfalls einen eigenen Ausstellungsbereich. Zwischen nostalgischem Chromlook und knallbunten Rennverkleidungen gibt es hier für jeden Geschmack etwas Interessantes und Neues rund um Reifen und Sitzbank zu bewundern. Die legendären Harley-Davidson-Bikes versprühen dabei ihr Easy-Rider-Flair mit nietenbeschlagenen Ledertaschen und reichlich Chrom. Moto Guzzi und Aprilia präsentieren moderne Zweiradtechnik mit Sinn für Experimente. Die vielfachen Nutzungsmöglichkeiten eines Motorrades, von der Straßenmaschine über Enduros für den Geländeeinsatz bis hin zur ausgefeilten Rennmaschine, sind am Stand von Yamaha zu sehen. Die Stars der zweirädrigen Rennszene stehen heute leider oft im Schatten der großen Namen Schumacher oder Frenzen. Im Showcenter würdigt die Messe jedoch insbesondere auch die Verdienste legendärer Bike-Piloten mit einigen Exponaten. Hatten wir unseren Messerundgang bei den skurrilen Automobilen im Showcenter der Motorshow begonnen, so endet unser Ausflug in die 1995er Wunderwelt von Motoren, Lack und Chrom auch wieder hier. Denn was den Autokonstrukteuren recht ist, das kann den Designern zweirädriger Fahrzeuge nur billig sein. Arlen Ness hat sich dabei als Erfinder ganz besonderer Dreambikes einen Namen gemacht. Unter der Sonne Kaliforniens ließ er seiner Fantasie mal wieder freien Lauf und ersann so klangvolle Harley-Geschöpfe wie Nestalgia, Old Sport und Mona Lisa. Die kunstvolle Dame kostete ihn ein ganzes Jahr Arbeit und sie kostet den geneigten Liebhaber schlappe $100.000. Erinnerungen an Rennmaschinen der Vergangenheit werden beim Anblick von Old Sport wieder wach und mit stilistischen Anlehnungen an amerikanische Straßenkreuzer der 50er Jahre ist das Nestalgia Bike ein wahrer Blickfang. Seine Heckflossen stammen von einem Chevrolet Bel Air. Geschwindigkeit und Kraft auf zwei Rädern, das ist schon so ein heikles Thema. Wer das Wagnis eingehen möchte, sich auf 500 Stundenkilometer beschleunigen zu lassen, der muss nur auf diesem Jetbike Platz nehmen. Wenn der Nachbrenner der Turbine zündet, entfalten 1350 PS ihre Wirkung. Andere Zweiradstars der Motorshow überzeugen durch skurriles Aussehen oder einen wagemutigen Einsatz. Bob Correll flog mit diesem Bike 110 Meter über drei LKW hinweg direkt ins Guinness-Buch der Rekorde. Hey, welcome to Motorshow Essen. My name is Carl Big Daddy Rat Smith. We're from Daytona Beach, Florida. We have a Rat's Hole Custom Shopper Show every year there. We would like all you people to come and visit Motor Show Essen 95. Rekordverdächtig ist allerdings auch das nimmermüde Engagement von Big Daddy Rat und seinen Harley Freaks aus dem amerikanischen Daytona. Wie in jedem Jahr kommt die Truppe mit den Highlights der Rat's Hole Custom Shopper Show nach Essen.
Harold Spurl hat dabei einen rollenden Riesenhamburger untergeschnallt und die Harley-Davidson von Kevin Locker ist mit 3 Motoren ausgestattet und in künstlerischer Handarbeit aufwendig verziert. Alle diese Traumbikes wurden auf dem weltweit größten Bikertreffen in Daytona, Florida, preisgekrönt.